Um Jesus vom Weg des Kreuzes wegzulocken, führt ihm der Teufel die falschen messianischen Hoffnungen vor Augen. So kommentierte Papst Franziskus an diesem ersten Sonntag der Fastenzeit das Tagesevangelium, das von den Versuchungen Jesu in der Wüste berichtet. Von einem richtiggehenden Duell zwischen Jesus und Satan sprach der Papst, ein Duell, das ausgerechnet mit Zitaten aus der Heiligen Schrift geführt worden sei. Die falschen messianischen Hoffnungen sind der wirtschaftliche Wohlstand, der Stil des spektakulären, Wundersüchtigen und schließlich Macht und Herrschaft. Jesus habe die Versuchungen zurückgewiesen, sich aber dabei auf kein direktes Gespräch mit dem Teufel eingelassen, sinnierte der Papst weiter.